So, hallo, hallo, Leute, willkommen zurück zu Destiny. Ich laufe hier gerade ein bisschen rum und suche etwas, oder jemanden besser gesagt. Mein Gott, ey, da lässt man einmal das Fenster offen, ey. Und schon gibt's da wieder Aslaken, ey. Heftig. Achso, wir können ja mal, damit wir hier nicht so einen fetten Raketenwerfer verdrücken haben, kurz die Waffe wechseln. Ich suche, wie gesagt, gerade eine ganz bestimmte Person. Es ist auch gerade irgendein spezielles Event, Scharlach irgendwas oder sowas, so ein PvP-Event wieder, wodurch die Lobby hier so ein bisschen anders aussieht. Ich denke mal, die eingefleischten Destiny-Spieler wissen genau, welches Event ich dann meine. Ich persönlich weiß es nicht. Ich kann aber mal eben... Moment, hier rein. Ich glaube, ich lege die erstmal ab hier. 195. Die ist zwar besser vom Angriffswert her, aber... Ich will gerade die Legendäre ein bisschen pushen. So, wo ist der Typ denn diesmal? Ja, ich suche einen, der immer woanders ist. Und zwar hier, er hatte zum Beispiel auch Missionen gehabt. Hier. Besiege den Scharlach-Doppelplaylist, gegnerische Hüter mit beliebigen Fähigkeiten, Teammitgliederfähigkeiten, Kill zählen auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das für zwei Spieler ist oder ob man das auch alleine machen kann. Das werden wir ja gleich sehen. Hier ist er auch nicht. Wo ist denn der? Wo bist denn du? Du hast also gehört, was den erwartet. Weil ich wollte dann jetzt eigentlich eher ein bisschen PvP in den nächsten Folgen machen, anstatt die Story, wenn dieses Event hier halt stattfindet. Ja, wo kann er denn noch auftauchen? Eine Stelle weiß ich noch, wo er noch auftauchen kann. Und die wäre hier. Am Ende. Hier möchte ich sowieso nochmal kurz den Händler angucken. Ne, hier steht aber auch nicht. Ja, dann habe ich gerade keine Ahnung, wo er ist. Aber dich möchte ich mal kurz angucken, was du noch so hast. Was hast denn du so? Okay. Potenzial nach oben. Na, habe ich also schon. Blauer Marmor. Naja. Das sieht recht anständig aus. Egal. Da er hier leider auch nicht ist. Habe ich leider echt keinen blassen Schimmer, wo er sonst noch spawnen könnte. Das sind gute Neuigkeiten. Sind sie's? Nur weil ich den Typen nicht finde, sind das gute Neuigkeiten? Das hast du gut gemacht, Hüter. Oh, guck mal, ich kann sie mir leisten. Die Umhänge. Aber, warum sollte ich? Kehre in den Kampf zurück, Hüter. Halt's Maul. Du bist nicht meine Bitch. Naja, genau genommen schon, aber... Hier etwas vielleicht? Hey Hüter, was führt dich her? Bestimmt nicht du. Das ist eine dieser drei Organisationen, denen man beitreten kann. Ich gehöre dem Toten Orbit momentan bei. Glaube ich, dass ich dem noch beigehöre. Ich habe hier zumindest nicht gekündigt. Ich war zwar jetzt ein paar Tage nicht online, aber ich hoffe, ich gehöre ihm immer noch bei. Der andere Weg wurde zugemacht, ne? Der war gerade ein Fußball. Und zwar dieser hier. Der wurde zugemacht. Okay, dann gehen wir halt zum Orbit zurück. Wenn ich die richtige Taste drücken würde. Und wenn ich auch meinen Timer eingestellt hätte. Ich mache gerade einen Timer, während das Spiel hier gerade eh am Laden ist. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wie kann man in dieser Scharlach-Doppel-Competitive... Zeitbeschränkter Zugriff. Level 2 vs 2 Team Deathmatch. Na gut, komm, machen wir's. Shit happens. Kann ich nicht, weil ich wirklich einen Teamkameraden dafür brauche. Okay. Dann habe ich das richtig verstanden. Und dann machen wir doch kein PvP in dieser Folge. Tut mir leid. Wir könnten ja auch die machen, aber die dauert echt ewig. Leider. Und ich habe bis jetzt auch noch nie ein legendäres Engramm daraus bekommen. Dann machen wir, ich guck mal eben.
Stufe 26. Was wollen sie hier von mir? Stufe 25. Halte in den Vex-Ruinen auf der Venus Ausschau nach Spuren von Kates vermissten Freund. Den machen wir als nächstes. Das heißt, wir versuchen uns dann jetzt mal so langsam das letzte Gebiet auch zu ergattern. Das Grabschiff. Wir waren ja schon einmal, oder ich war schon einmal drauf. Ich weiß gar nicht, habe ich euch das gezeigt? Ich glaube nicht. Denn ich war da drauf, als ich da einen Strike hatte. Ich glaube sogar einen heroischen. Bin mir gerade gar nicht so sicher. Das Spiel ist ganz schön leise, wie ich finde. Ich mach mal eben meinen Lautstärkenmixer offen. Und schraub das Spiel mal für mich ein bisschen lauter. Was bedeutet es, ein Jäger zu sein? Ich sage, es geht alles darum, wohin du gehörst. Jäger gehören in die Wildnis. Da draußen willst du leben. Du schießt besser schnell oder hast ein scharfes Messer. Wir sind Einzelgänger. Doch das ist nicht der einzige Weg. Wir wissen, dass ein Einsatztrupp einen Unterschied macht. Manche von uns berührten die Leere. Sie wird ein Teil von uns. Und dann nennen wir uns Nachtpirscher. Schlage aus den Schatten zu und fessle sie. Sie dürfen dich nie kommen sehen. Ah, kriege ich jetzt endlich die letzte Fähigkeit, den Nachtpirscher. Das würde mich natürlich sehr erfreuen. Der fehlt mir nämlich noch. Ich habe jetzt Klingtänzer fertig, ich habe jetzt den Revolverhelden wieder drin und der Nachtpirscher ist halt der, der mir fehlt. Travis ist unser erfahrenster Nachtpirscher. Wir können es uns nicht leisten, ihn zu verlieren und du weißt schon, er ist ein alter Freund. Er scheint ja auf jeden Fall schon zugeschlagen zu haben, denn die, also es sieht so aus, als wären die von leeren Schaden getötet worden. Der Nachtpirscher ist nämlich das, der leeren Schaden. Hä? Hey Dude, was tust du? Ich könnte ja auch meine Ausrüstung, aber ich glaube, so viel hat sich meine Ausrüstung nicht getan. Ich kann sie mal eben zeigen. Der Bogen eines Nachtpirschers hinterlässt sehr präzise Narben. Faszinierend. Ne? Momentan habe ich wieder den Revolver halt drin, um den wieder ein bisschen zu leveln. Das hier ist meine momentane Waffe. Oder das sind meine momentanen Waffen, die ich ausgerüstet habe. Ne, hier habe ich auch noch einen schönen Raketenwerfer. Den will ich für PvP eigentlich nochmal hoch machen. Für PvP könnte er echt gut sein. Weil da kommen so keine Mini-Raketen raus. Ich habe immer schon so ein paar Teile, die einen deutlich besseren Rüstungswert haben, Verteidigungswert haben. Nichtsdestotrotz will ich teilweise diese hier leveln. Lieber. Zum Aufwerten anderer Sachen dann. Falls mich jemand hört, ich glaube, ich bin nicht mehr auf Venus. Sieht mir sehr nach dem schwarzen Garten aus. Travis, bist du das? Kate. Dass ich deinen Atem nicht riechen kann. Hör zu, ich bin durchs Tor gegangen. Mein Geist befindet sich noch auf der anderen Seite. Na, er hat gute Laune. Schau, ob du seinen Geist finden kannst. Falls Travis im Garten gefangen ist, braucht er deine Hilfe. Warum geht der Vollidiot denn auch in den schwarzen Garten? Aber da dürfte doch sowieso nichts mehr sein, das haben wir doch schon erledigt. Oder verstehe ich das jetzt falsch? Also ich meine, den schwarzen Garten hätten wir schon komplett erledigt. Der dürfte auch schon zu diesem Zeitpunkt erledigt sein, denn immerhin ist das ja hier das letzte DLC. Das schwarze... Au! Oh! Oh! Beine! Fuck! Das tat ein bisschen weh. Aber auch nur ein bisschen. Hallo? Hier ein paar Willkommenskugeln von mir. Ja, halt's mal. Ich habe ja jetzt auch wieder das Wurfmesser, was ich ganz am Anfang des Displays doch hatte. Wenn ich daran erinnern kann. Das ist schon so ewig her für mich. Gut, für die Zuschauer wahrscheinlich auch. Jetzt muss ich seinen Geist suchen. Darf ich ihn denn wenigstens behalten? Wo ist denn dein Geist? Warum? Ich
suche doch nur einen Geist. Möget ihr mich in Ruhe lassen. Ich glaube, die wissen nicht so wirklich, was in Ruhe lassen bedeutet. Obwohl anscheinend keiner der Feinde kommt. Hallo. Natürlich ist es meine Aufgabe, die Vex zu besiegen. Hallo. Würdet ihr gerne mal... Ihr dürft gerne hochkommen zu mir. Damit ich euch hier oben abballern kann. Alter, wollt ihr mich eigentlich vollkommen verarschen? Die haben echt keinen Bock zu kämpfen, so wie es aussieht. Hier, bitteschön. Du tust mir weh. Okay. Hör auf mit dem Schild. Ich sehe schon, ihr wollt mir alle wehtun. Tschüss. Ach, hier sind auch wieder welche. Achso, nee, das sind die, die ich gerade suchen wollte. Glaube ich. Aber was denn jetzt? Leute, ihr seid nicht der Überzeugung, dass ihr bei diesen Quests vielleicht so ein bisschen mit der Gegnermasse übertrieben habt? Immerhin wollte ich doch nur meinen Kollegen helfen, der irgendwo natürlich in den schwarzen Garten gestolpert ist. Aua. Da wird viel geschossen. Bist du okay? Natürlich. Alles gut. Ich weiß, woher diese Übertragung stammt. Von einem toten Geist. Hoffentlich ist Tevis gesund und munter. Untersuche den toten Geist. Ah, da liegt er. Tevis, falls du uns hören kannst, wir bekommen Telemetrie durch deinen Geist. Ich will ja hier nicht die Stimmung verderben, aber die Vex attackieren immer schneller. Ich habe keinen Geist und einen Bogen, dem das Licht ausgegangen ist. Wir können ihn durch das Tor im Tal der Könige herausbringen. Auf geht's! Ich finde die Regeneffekte immer noch wunderschön. Die am Bildschirm. Man ist ja mittlerweile eigentlich schon oldschool, aber ich finde es trotzdem cool. Okay, also rausholen konnten wir nicht und habe ich es gerade richtig gesehen. Wir haben Level Up bei der Dings bekommen. Ja, nicht mal prämieren. Bei der Vorhut, Level 3 jetzt. Gefällt mir. Me likes. Was ist eigentlich Max Level bei dem Scheiß? Gibt es da überhaupt eins? Was jetzt? Wieso durfte ich nicht aussuchen, wo ich hinfliegen möchte? Hüter, ich habe versucht, Tevis zu erreichen, doch er antwortet nicht. Entweder hat er alle Hände voll zu tun oder... Na, der Typ schuldet mir noch eine Menge Glimmer. Deswegen, überlebt er besser. Lebendig oder was auch immer. Wir müssen Tevis finden. Es gibt nicht viele Nachtpirscher. Wir können es uns also nicht leisten, seine Verbindung mit der Lehre an die Vex zu verlieren. Finde ihn. Na gut, ich gehe mal davon aus, dass wir am Ende dieser Questreihe, die wir hier gerade machen, Tevis selbst einer werden. Und ein Lügner. Und er stinkt wie ein Fass voller leibeigenen Spucke. Aber er ist unser Betrüger. Die Vex dürfen ihn nicht in die Hände bekommen. Wieso sind hier eigentlich schon wieder so viele Vex? Ich habe hier doch alles ausgerottet damals. Meine Güte. Ja, natürlich. So. Ruhe mit euch. Aber das wäre
Hi. Auch schön, dann endlich mal Lehrenfähigkeit zu haben. Ja, war vielleicht nicht so klug, genau vor euch nachzuladen, muss ich zugeben. Aber reicht doch aus. Wohl bemerkt, ich durfte gerade, ihr habt es ja gerade gesehen, ich durfte keine Mission auswählen, ich wurde hier direkt wieder reingesteckt. Also direkt danach. So. Autsch. Oh, seit wann portet ihr euch denn weiter weg? Ach, das ist Travis da. Oh. Habe ich jetzt erst erkannt. Travis gibt es nicht mehr. Doch das Licht in seinem Bogen strahlt hell. Leuchtet nicht ewig. Nimm ihn an dich. Weißt du, ich war dabei, als er zum ersten Mal diesen Bogen aufgehoben hat. Hast du ihn? Wir machen es. Er ist auch direkt ausgewählt. Fertig, Hüter. Sie müssen bezahlen. Okay, man schießt also direkt. Oh, das ist cool. Der baut also diese Slow-Verbindung auf, die ich ja schon so abgrundtief verflucht habe. Alter, wie man mit so einem Bogen verlieren konnte, verstehe ich nicht. Grenzenloses, ja gut. Vielleicht hatte er die Fähigkeit grenzenloses Licht nicht. Muss man dazu vielleicht mal anmerken. Weil ich habe ja jetzt gerade grenzenloses Licht. Das ist aber die Fähigkeit, die würde ich gern behalten. Also, die gefällt mir. Da hätte ich zumindest nichts gegen. Gegen grenzenloses Licht zumindest. Was habe ich denn jetzt? Okay. Ich glaube, ich habe gerade schon mehr oder weniger alle Perks der Klasse freigeschaltet. Kann das sein? Weil normalerweise dürfte ich ja diesen Schuss hier noch nicht einmal haben. Lalala. Autsch. Es macht Laune, damit zu schießen, ja. Um ehrlich zu sein, Hüter, ich war mir nicht sicher, ob du dich mit der Lehre verbinden könntest. Das ist immer eine Herausforderung. Ich hätte es wissen sollen. Obwohl wir Tevis verloren haben, beherrscht die Vorhut immer noch die Nacht. Komm zurück. Ich will nicht zurückkommen. Solange ich hier alles unendlich habe, ist das echt cool. Oh, fuck. Oh Gott, ich dachte, ich falle runter. Lol. Ja. Damit hätten wir dann wohl den Dings freigeschaltet. Finde ich sehr schön. Ich habe mich schon gefragt, wo ich das herbekomme, weil im PvP hat man es ja schon ein paar Mal gesehen. Und soweit ich weiß, gab es anfangs in dem Spiel mit dem Perken-Bug mit dem Nachtpirscher.
Da konnten die Leute wohl unaufhörlich damit schießen. Wahrscheinlich, weil dieses grenzenloses Licht oder sowas nicht wegging, was ich da jetzt gerade auch hatte. Also ich weiß nicht genau, warum. Aber ich habe schon gelesen, dass es da zu Bugs kam, die das PvP ruiniert haben. Eigentlich nicht so wichtig jetzt gerade für mich, was diese Handschuhe so bringen. So, was hast du denn sonst noch so? Ja, die ersten vier haben wir sogar instant. Verbessert deinen Doppelsprung mit einem dritten Sprung. Wie cool ist das denn? Okay, Ziel festlegen. Zurück zum Turm. Starten. So, ich kann ja mal googeln kurz. Wo er denn heute ist. Mein lieber Freund, den ich ja eigentlich suche. Willst du mich verarschen? Da war ich doch, oder nicht? Also wen ich eigentlich... Och, da steht er. Wen ich suche, ist nämlich der Händler Sur, der halt nur Wochenende da ist. Also von Freitag bis Samstagabend, glaube ich, oder so. Ich weiß es nicht genau. Der ist auf jeden Fall nur jedes Wochenende da und verkauft halt Legendäre. So, wir gehen jetzt erstmal kurz nach unten. Yay. Scanne alle Signale nach Kenworth. Naja, scan du. Du hast also gehört. Rechnen wir es zusammen. Was den Erwachten zugestoßen ist? Ja, die wurden ausgerottet, soweit ich das verstanden habe. Oryx, Oryx, dieser Name dröhnt in meinem Kopf. Schaffst du das? Weiß ich nicht. Verzweifelt. Ja, finde ich gar nicht mal so schlecht. Was hat die denn? Präzise Kills, mit denen er besser nachher. Mhm. Und einen neuen Umhang habe ich bekommen, ne? Ganz ehrlich, ich wette, der sieht hammergeil aus. Ja. Der sieht richtig cool aus. Leider uninteressant. Da wir schon einen deutlich besseren haben, der auch Vorhutbonus bringt. Leider uninteressant. Guck mal, den könnte ich jetzt da rein... Warte mal, das will ich jetzt mal testen. Ich habe 285. Okay, so kann ich also einfach hochbessern, oder wie? Weil jetzt hat er genau den Rüstungswert, den das andere Ding vorher hatte. Ja, den kann ich so zerlegen, den brauche ich nicht. Das spare ich mir dann nämlich. Und wenn ich jetzt... Das kann ich zum Beispiel nicht machen, oder? Doch, das wird auch gehen. 276. 276. 294, das hat es auch deutlich verbessert. Das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Diesen Unterschied um 1. Aber okay, finde ich cool. Ja, was wollte ich machen? Ach ja, ich wollte noch zu Zur gehen, genau. Ich wollte noch zu Zur gehen. Bevor ich die Aufnahme hier beende. Zur. 927 Meter, weniger als ein Zehntel Grad Abweichung. Die hat ihr Helm anscheinend nicht ausgeblendet vor mir, sonst hätte sie die Kapuze nicht auf. Kann man ja so einstellen. Und zwar ist Sur heute hier um die Ecke.
Mal gucken, was er überhaupt verkauft. Ich habe mir das Angebot jetzt nicht angeguckt, sondern nur, wo er drin ist. Er verkauft einen Helm. Die goldene Kanone feuert einen Schuss ab, der sechsfachen Schaden verursacht und Schlüsselloch für Durchschlag gewährt. Okay. Was ist denn ein Vermächtnis-Engramm? Ein Engramm mit außergewöhnlicher, aber bekannt scheinender Markierung. Ein kryptisches würde er sehr gerne entschlüsseln. Exotisches und Vermächtnis-Engramm. Was ist ein Vermächtnis-Engramm? Vermächtnis-Engramm. Weil das Ding ist auch teurer. Deutlich teurer. Es kostet 10 seltsame Münzen mehr. Was macht ein Vermächtnis? Das nach den zweiten Exotischen-Engramm, weil es so immer wieder... Ah, in Vermächtnis-Engrammen sind immer Jahr-1-Sachen drin. Wenn man Jahr-1-Waffen hat, kann man sie damit dann verbessern, so wie ich das hier verstehe. Okay, interessant. Aber brauche ich nicht, weil ich glaube, ich habe keine Jahr-1-Sachen. Weil ich ja so lange noch nicht spiele, möchte ich da einfach mal zugeben. So. Dann schauen wir mal weiter. Turm Piazza. Zack, zack. Was hast du denn so, mein Freund? Ja? Patrouille am Grabschiff, Spezialwaffenkills. Ah, die werden früher oder später sowieso kommen. Ja, wir sind voll, weil ich noch die ganzen Dings dabei habe. Hier, diese hier. Hätte ich auch gern gemacht. Aber... ich habe kein Team gemacht, darum werden die jetzt mal alle abgebrochen. Das ist jetzt, glaube ich, extra für den Valentinstag, kann das sein? Weil man bekommt, soweit ich weiß, auch... also man kann auch irgendwie so Partnersachen da bekommen. Aber das Tolle hieran wäre halt der plus 75 Ruf. Ja, die Erfahrungspunkte sind auch nicht schlecht. What the fuck? Sehe ich jetzt, was ich hier hätte machen müssen? Assist. Ja, das hätte ich auch geschafft. Okay, Leute, ich danke hier fürs Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.